Und hallo, ihr Gewirrlinge. Da geht's weiter mit Seven Days to Die und Tag 17. Wir müssen uns beeilen, dass wir noch zu Bob kommen. Deswegen quatsche ich gar nicht lange rum. Wir wollen Quests starten, und zwar Level 3 Quests, die ersten. Und Händler Bob soll uns sie geben. Und mal gucken, wohin er uns führt. Schickt, wie auch immer. Wo ist meine Fackel? Da. Also ich wäre ja soweit, ja. Aber er quatscht noch. Ich nehme dich immer in die Mitte. Ah, guck. Keine Zeit. Ja, bin da. Los Sehr geht's. Sehr gut. Okay, also. Essen, trinken, Pfeile extra kauen. Haben wir alles. Ja. Händlersachen nehmen wir auch mit. Das Geld nehme ich noch mit zum Verkaufen. Ja. Art of Mining haben wir auch schon. Können wir auch verkaufen. Silber. Den alles, was Schnaps. In der Händlerkiste ist, ja. Kann eigentlich alles weg. Außer diese Recog oder wie das heißt. Was? Das Recog nicht, das brauchen. Na, das ist eine braune Pulle, das heißt Recog. Haben wir nicht, wir haben Großvaters Lernelixier, nicht Recog. Okay, okay, ich dachte. Okay. Aber ja, auch das brauchen wir. Aber behalten, meine ich. Robotikhammer, das ist doch irgendeine Waffe, oder? Die behalten wir mal. Die behalten wir, die können wir aufstellen. Das Ding schubst Zombies von. Genau, Ben deswegen verkaufe so. Ich die nicht. Nein, die so. Brauchen wir. Get Hammer, das ist ja eher mein Ding, glaube ich. So. Nehmen noch das hier mit. Okay. So, auf zu Bob, bevor der zu macht. Der macht gleich zu. Was ist mein Fahrrad? Keine Ahnung. Das Blaue ist meins. Wo ist mein Fahrrad? Hier ist ein meins Fahrrad. Liegt hier irgendwo hinten. Das ist meins. Wird auf der Map angezeigt, wo deins ist. Nicht auf der Map. Da auf deinem. Ne, wisst schon. Wie heißt das? Kompass. Ja, ja, ich weiß. Ist hier hinten geparkt, wo nicht? Wie verwegen. Händler Bob ist. Wo ist denn Händler Weit Bob? Weg. Weiß gar nicht, wo der ist. Scheiße. Einfach mal Handelsroute eröffnen, aktivieren und dann, also die Quest. Ja, ich weiß, wo er ist. Wir müssen ich hab die nicht über mehr. Die Brücke. What? Ich hab du hast die Handels. Ach so, na dann mir nach. Okay, gut. Wo bist du? Oh, sind der Körner da? Ich war doch, wir waren nämlich, es hatte mich gewundert, wir waren an Händler Bob nah genug vorbeigefahren, dass hier der Questschritt, hinde Trader Bob erfolgreich war. Und dann heißt, sprich mit dem Händler. Und danach war ich bei Jen was einkaufen vor dem zweiten Blutmond und habe entsprechend dann dort die Quest abgegeben. Deswegen habe ich die nicht mehr, die ist bei mir schon zu. Ich habe mir Ach die so. Belohnung also nicht von Bob abgeholt, sondern von Jen. Das, was wohl offenbar auch geht. Deswegen jetzt weiß ist die ich Frage, jetzt nicht wie mehr. Fahren wir denn? Fahren wir über die zwei Brücken oder tauchen wir wieder durch den Fluss? Die zwei Brücken, wir müssen die mal irgendwie so instand setzen, dass wir da drüber fahren können. Das nutzt ja nichts. Na gut, dann müssen wir hier einen Richtungswechsel machen. Ich habe ein paar Bauchblöcke dabei. Oh, also, Kevin. Also nicht genug, dass du aus der Schlucht wieder rauskämst, aber vielleicht genug. Nee, das muss auch nicht sein. Ich habe aber auch, ich habe auch mehr als genug Holz dabei, für den Fall das. Ja, ja. Ah ja, die Brücke war kaputt, ich seh's. Die waren alle kaputt. Au! Du fährst doch alles kaputt, ne? Das war ein Kaktus! Mit meinem 4x4-Truck, da fahre ich sogar Bäume kaputt und stelle fest, scheiße, das kostet mich dann ja irgendwie 5 Reparaturkits anschließend. Das Nicht kann so. Durchaus passieren. So. Auch mit dem Moped wäre kein Problem. Mit dem Moped, so. Wo sind meine Blöcke? Motorrad, mein Ding. Hab ich meine Baublöcke exportiert gerade? Ich bin echt ein Held. Naja, dann machen wir halt neue. Mit Bindestrich geschrieben, toll. Ja. Ich hab keinen Bock, dass ich das schon wieder machen muss. Nee, ich mach das doch. Ich hatte doch meine Bauchblöcke nicht mehr dabei. Erstaunlicherweise. Lass mich das machen. Ich falle wieder und sterbe. Also jetzt würde ich tatsächlich eine Abstimmung schon mal starten auf beiden Kanälen. Wer hier beim Brückenbau verreckt. Achso, das machen die sowieso immer. Also ich meine ja nur, ne? Ich mach mal so ein bisschen. Ich hab ja gehört, man soll ja auch mal andere Menschen mit einbeziehen in diesen Blödsinn. Nicht viel. Ach, Geier, ja, nerv nicht.
Oh, hier, ey, ne, wenn die ihre Höhe erreicht haben, ne, dann kriegen sie so einen richtigen Speedboost. Ey, Kassiger, ja. Reicht das hier? Ist das Richtige? Ach, wisst ihr was, du dämlicher Geier, jetzt geht mir das aber hier auf den Sack. Ach, leck mich. Was tun sie da? Ich baue die Rampe weiter. Nicht ganz im gleichen Winkel, aber... Und jetzt kann man nämlich da oben, könnte man jetzt nämlich... Moment. Könnte man nämlich jetzt... Nein. Wie viel ist das jetzt? Bin ich gestorben? Das geht nicht. Oh, dieser Geier nervt mich ganz hart. Was ist nicht ganz so wegen der Schiene dabei? Nein. Ich hab uns mal eine Stütze hochgebaut. Jetzt ist eh scheißegal. So, hier vielleicht. Oh, jetzt will das aber wissen. Jetzt hat er das Blut gerochen, was mir aus dem Bein pisst, weil ich mit Bein gebrochen habe. Und deswegen greift er dein Genick an. Wir werden es übrigens nicht schaffen, vor der Ladenöffnungszeit, Schließungszeit da zu sein. Aber es ist egal. Wir haben trotzdem was zu tun hier. Da unten liegt übrigens Rucksack. Wenn du das nächste Mal runterfällst, dann kannst du den Rucksack wieder mal mitbringen. So stelle ich mir das ja eigentlich vor. Aber die Frage ist, wie stabil ist das? Wahrscheinlich nicht stabil. Ich versuche da drüben endlich Anschlussblock zu finden. Irgendwo war da ein Pixel. Da. Ja. Ja, das ist hier, sind die halt alles editierte Blöcke, ne? Ja, schon klar. Das ist eh für die Katz. So, guck mal. Kann man da drüber? Also, das hält ja. Da musst du da nochmal bei der anderen Rampe auch nochmal was unten drunter bauen, oder? Oder geht das? Geht das? Kann man da? Oder ist da so eine komische Kante jetzt? Das ist eine kleine Kante, aber da kommt man drüber. Das ist okay. Da kann man drüber fahren. Das ist ja nicht so wild. Müssen wir die jetzt verstärken? Also, das hält ja so, aber wenn da jetzt ein blöd Zombie irgendwie dagegen dotzt, dann... Boah, werden wir sehen. So. Das ist wieder ein Geier. Wo kommt der denn her? Von oben? Er hat noch in der Luft zerschnitten, ey. Colonel ist the Geier's best friend heute. Ist so. Du blutest. Weiß ich. Achso, nee. Und ich hab schon wieder Zombies schnarchen. Ich hab schon wieder diese Halluzination. Oh, Feral. Echt? Ich muss mal da in den... Ich muss mal... Ist das ein Krankenwagen da vorne? Nee, scheiße. Ich muss mal in irgendein... Hast du wieder keine Bandage? Sag mal. Nee, ich brauche einen Gips. Ich brauche einen Gips. Ich habe einen Bruch. Ach so. Ach, Klebeband. Nice. Okay. Geier. Da braucht Agro. Geier, du willst es doch. Komm. Ich brauche ja. Stoff. Halt die Backen. Für eine Schiene. Boah, Jagdmesser, also Stufe 3. Nice. Stoff. Wenn man Autos auseinanderbaut, kriegt man Stoffe. Genau. Ja, klar, vom Bezug. Willst du mit so einem ekligen Bezug, willst du dir deine Wunden verarzten? Ja, manchmal reicht es. Schiene. Wie viel brauchen wir denn? 10. 10 mal Stoffe. Ich habe nämlich gerade Klebeband gefunden, deswegen ist das ja kein Hit. Also, Schiene fertigen, dann ist der Bruch gegessen. Ja. Jetzt kann ich mein Messer noch... Brauchst du ein Jagdmesser? Ich habe ein Jagdmesser Stufe 1 über. Ich auch. Also ich habe eins. Ich habe es in der Hand. Okay. Also wenn ich es nicht verliere, brauche ich es nicht. Nein. Okay. Ich habe nämlich gerade ein Dreieck von. Da ist noch ein Geier hinter dem Wagen, falls du den zerlegen willst. Mir ist der zu infektiös. Erledigt. Wieder so eine Trulla. Ey, Geier. Oh, noch einer hinter mir. Wieso pulst du die ganzen Geier? Aus der halben Wüste pulst du die Geier. Ich spawn die gerade. Also irgendwie spawnen die in meinem Gesicht hier gefühlt. Ja.
Dein Gesicht sieht also aus wie ein, hat die Form eines Geiernests, ja? Nests, kann ja nur, kann nur. So, so am Rand so ein bisschen dicker und in der Mitte so ein bisschen weniger. Wie ist auch nicht. Warte mal, da ist noch ein Geier, nicht rennen. Da kommt ein Geier und der fliegt direkt auf mich zu. Dreh dich mal rum. Ja. Ja, was soll ich sagen? Der Körnel ist halt gut zu Vögeln, ne? Ist so. Ach ja, und Geier umlegen kann ich auch hier in Süd. Ja. So. Ah ja. Ich habe ein Déjà-vu, aber das ist nicht so schlimm. Das ist relativ leicht. Das ist ja nur eine ganz blitzekleine. Das ist ja noch da, oder? Das ist nicht. Fertig. Ja, du bist, du bist ein Angeber, ja, ja. Kann man hier jetzt rübergehen? Das kann man, das aber, macht aber keinen Spaß eigentlich. Kann man, aber ob man sollte, ich weiß ja nicht. Ja, theoretisch müsste man das hier ein bisschen begradigen. Aber wenn ich da jetzt drauf hacke mit meiner Hacke, dann. Oh, wobei, es geht eigentlich. Sind nur 500. Ich meine mal, ja, ist alles süd und schön, aber kick mal auf der anderen Seite. Hast du mal weitergeguckt? Oh, das sind Probleme von morgen. Ich werde mit dem Fahrrad fast wieder runtergefeuert. Oh, das wären so easy Punkte gewesen für den. Oh, Eisenspeer. So. Ah, was ist das denn jetzt? Jetzt, wo wir hier sowieso gefangen sind, kann ich auch die Bude hier auseinanderschrauben. Ah, ist das nicht eine tolle Questfolge? Ach ja, nach der Questfolge kommt irgendwie so eine Baufolge, ne? Geier. Sie wollen immer noch zu dir. Ich weiß auch nicht. Ich hab bloß. Wenn ich so einen Geier höre, ich muss da gar nicht reagieren. Ich weiß genau, dass sie zu dir gehen. Guck, ich mag das schon. Oh. Schnauze. Also langsam machen meine HP aber auch in Abjang. Nimm doch eine Bandage. Ich hab keine. Schnelles Heilen, Level 3, alles klar, dann. Wo bist du? Ah, okay. Ich schieße einen dicken Zombie ab. So. Also ich nehme jetzt mein Fahrrad und fahre unten einfach durchs Wasser. Ach ja, wir brauchen wir definitiv irgendeine Stütze zwischendrin. Das geht so nicht. Nein, das sind zu viele Blöcke. Da sind aber übrigens Zombies im Wasser, ja? Na, hinter uns ist ein Schreier oder ein Springer. Schreispringer. Tot. Ein schreiender Springer. Ja. Erst schreit er und dann springt er quasi. So, ich kann das hier aufheben, weil. Ja, genau. Ja. Ich würde so behaupten, wir brauchen zwei Stützen. Ah, und danach kommt. Ach. Ja, ich meine, da wo die Stützen schon sind, muss man ja einfach nur noch wieder nach oben bauen. Die Stütz, ja, na klar. Die Stützstümpfe. Nicht die Stützstrümpfe, aber die Stützstümpfe sind ja noch da. Ein Stringer, ja, ein Stringer. Das klingt ganz süß. Ein was? Ein Stringer, ne? Ein Schreier und ein Springer. Oh, Zombie. Da bist du. Hier sind noch Zelte. Wir sind aber schnell. Also hätten wir das gleich so gemacht, wären wir schon längst da. Und da kommen ein paar Zomboiden angerannt. Die sind relativ schnell. Oh, da ist auch ein Dicker dabei. Ja, ich gehe erstmal hier hoch, Höhenvorteil. Ist auch ein Dicker dabei, genau. Und mein Fahrrad ist am Ende. In meinem Chat wird geunkt, it's not the best choice, it's Vulture's choice. Ich hab's fast geschafft. Ja. Wo ist dein Fahrrad? In meiner Schnellleiste. Achso. Weil ich hier diesen Abhang zu Fuß schneller hochkomme als mit diesem Ding. Achso. Ja, ich hätte auch einfach mal C drücken können, um ein bisschen zu glitschen. Danke Lootsack. Für die EP. Ich hab's mir verdient. Nach so vielen Geiern hast du dir echt einen Lootsack verdient. Da stimme ich dir sogar zu. Ich kann hier noch überall atmen. Ganz nah. Oder? Ja, ja, du mich auch. Der macht die Brücke kaputt. Der ist schuld. Noch ein Lootsack. Ich hab gerade den Gold sehen. Weiteren Robotikhammer gefunden. Sammel mehr Erz beim Berg mit einer Bergbauerhacke oder Steinaxt. Wenn du in der Einfluss von Koffein stehst. Geil.
Also eigentlich permanent. Hast doch da so gut gelegen. Oh, da ist ja noch einer. Ei, 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 ei. Haben wir jetzt hier eine Wanderhorde im Rücken? Was soll denn die Scheiße? Wegen dir bestimmt. Wegen mir? Ich weiß nicht, ich frag nur. Nee, ich pull jetzt, also die 10 Zombies, die in dem Lastwagen drin sind, die pull ich jetzt erst. Achso. Ah nee, ach, ist nur verschlossen. 10. Ist verschlossen, keine Ahnung. Also groß genug für 10 ist es. Was ist denn hier los? Warum ist denn hier so viel Action? Ich weiß auch nicht. Warum ist mein Inventar schon wieder voll? Das ist doch nicht zu glauben. Na, wem sagst du das? Kommt noch mehr Zombies. Oh, Klick macht das. Ich höre schon wieder einen Vogel und er kommt nicht zu mir. Der ist bei dir. Oh, schön geflogen ist er. Hm? Oh. So, nachdem ich wieder 20 also, Zombies gekillt habe hier. Sand weg. Pfeile, dass wir alles verkaufen. Oh, blauer Lootsack. Stein weg. Also bei mir droppt ein Lootsack nach dem anderen. Ja. Ich hab's verdient. Oh lol, und da kommt ein Feral. Da kommt ein Feral zu dir. Zu mir? Ja. Oh. Der sieht mich nicht. Oh. Ey, wo kommen die ganzen Zombies her? Da kommt noch ein Feral. Ich kann ihn da einmal anschießen. Oh, ich hab selber Probleme. Er sieht mich nicht. Scheiße, er sieht schon wieder schlecht aus. Hilfe, wo bist du? Was machst du? Ich klopp mich mit dem Feral, Entschuldigung. Wo sind die? Muss mal tanken jetzt. So. Wer brummt da? Das ist wohl ein Kriecher. Das ist wohl die Bude. Alter, was ist hier los? Ja. So, Bücher. Wo sind der Kriecher? Kriecht der auf dem Dach rum oder was? Glaube nicht. Ach, der ist hier drinne. Ach so. Ja, lass gut, uns weitergehen. Dann bleibt er da drin. Wir gehen weiter. Warte. Hier, du, hier. Lern mal das da. Hier. Das kannst du direkt vernichten, weil du das lernst. Das kannst du auch direkt. Oder Vehicles, keine Ahnung. Machst du Vehikel? Ja, na sicher. Ja, na klar. Dann mach das so. Und ich habe hier. Du hast auch ein Gewehr dabei, oder? Oder nicht? Nee, gerade nicht. Okay, dann nicht. Aber ich habe auch Munition. Ich habe auch einen Block Munition. Ich habe hier 7, 6, 2er, 50 Stück, die kannst du vielleicht noch stacken bei dir. Jo, gar nichts stacken. 9 mit 90 mm, 9 mm habe ich auch noch, 100 Stück, wenn du da noch welche hast. Die das. Nee. Die das dann, nee. Okay. Ja, und den Rest muss ich verkaufen. Ich habe Rohrbomben, Raketenwerferteile. Achso, hier ein Prediger-Outfit. kann ich crap werden, totaler Blödsinn, aber können wir verkaufen. Ja, das verkaufen wir, natürlich verkaufen wir das. So. Wo war der jetzt? Bloß weg hier, ey, an diesem Zombie-Spawner. Ist unangenehm. Also ich habe 45 HP übrigens. Falls du irgendwas hast, womit ich mir irgendwie ein Loch in der Brust stopfen kann, nehme ich. Ich habe eine Heilbandage, ja. Da müssen wir aber mal kurz wieder anhalten. Das geht ja so nicht. Na, gucken wir mal erstmal hier, wann wir einen ruhigen Ort finden. Na, hier ist gerade ein Hund, der einen Huhn verfolgt. Und dahinter eine Raubkatze und wir sollten ganz schnell vorbeifahren. Dann werde ich mal ganz schnell mit meinem vergipsten, gebrochenen Bein vorbeifahren. Und ich habe übrigens eine Krähe hinter mir. Als wenn ich absteige, krieg ich. Nein, du hast zwei Krähen hinter dir. Nice. Dann brauche ich immer Feuerunterstützung. Wo bist du nice. Denn? Hinter dir, wie immer. Oh, drei Krähen. Alter. Die gehen aber wirklich, 9 von 10 gehen zu dir. Warum das? So, bleib mal stehen. Ich will das nochmal probieren mit dem Bandagieren. So, du bist ja jetzt hier bandagebedürftig, ja? So. Ja. Nee, du benutzt es selber. Leg es lieber hin, wir haben nicht so viele. Keine Experimente. Jetzt habe ich mit rechts aber auch bandagiert. Ich habe dich jetzt bandagiert, richtig? Ja, du heilst. Ja, jetzt ja, ging's. Ich habe, was ich die krieg. Zweite und letzte ging. Das war aber auch meine letzte. Nice. Also meine letzte mit Heilwirkung. Normale zum Blutstillen habe ich noch. Also rechte Maustaste geht. Warum das neulich nicht ging, keine Ahnung. Aber jetzt habe ich es zum ersten Mal geschafft, dass ich dich auch wirklich bandagiert habe. Hey, es gab nicht mal eine Errungenschaft.
Das habe ich mir eigentlich verdient. Wo ist Bob? Wir fahren jetzt den Weg entlang. Einmal den Weg geradeaus. Gut. Wir können jetzt so querfeld einfahren, aber das macht eh keinen Sinn. Er ist eh zu. Ja, genau. Deswegen machen wir hier die Tour. Bei Bob müssen wir auch noch looten. Da waren wir auch noch nicht die Händlerfestung gelootet. Also ich zumindest nicht. Ich war da noch nie drin. Du glaube ich auch nicht. Oder? Da ist ein Geier. Ich fühle mich sicher. Und du? Noch ist Ruhe. Noch. Alles klar, ist hinter mir. Easy. Warum? Liegt das an einer Verletzung? Oder weil du weniger HP hast als ich gerade? Oder woran ist liegt das? Das kann tatsächlich an einer Verletzung liegen, dass Geier von Verletzungen getriggert werden. Ja, weil ich habe gerade Full HP. Du hast irgendwie eine Halb HP irgendwie. Er hat mich wieder einmal erwischt, ne? Ja, du kannst den ja auch nicht, wenn du keine Ausdauer hast, auch nicht davonfahren. Naja, Ausdauer geht eigentlich tatsächlich. Aber wenn ich halt schnell fahre, pocht ständig mein Bein links. Ja, das glaube ich. 30 Minuten noch, ne? Das ist sowieso schon so eine Frechheit. Ich habe neulich im privaten Spiel einen Geier mit meinem Moped überfahren. Nice, hat er voll verdient. Einen fliegenden Geier, würde ich dazu sagen. Lol. Ich dachte auch, wie geht das denn? Aber der flog einen Block über den Boden und ich dachte, okay, da hältst du jetzt mal drauf. Dann habe ich ihn erwischt, mitten im Flug. Geil, finde ich gut. So, dann dürfen wir so Bandagen kaufen. Ach, hier rechts ist er schon, ja, ich sehe ihn, ja. Na. Ja, Miezekatze. Oh, lol, ja. Au. Oh. Jetzt hat die mich infiziert mit einem scheiß Pankenhieb. Ich glaube, ich habe Honig, oder? Ja, habe ich. Gut, immerhin. Oh, dieser Geier hinter mir schon wieder. So. Wo ist er denn? Oh, gar nicht. Ich kann mir einen Geier-Counter schon bald einrichten, wenn es so weitergeht hier. Echt ohne Scheiß. Oh, Prediger-Outfit 4. Nice. Noch mehr zum Verkaufen. So, was habe ich hier? Da bräuchte ich jetzt... Dann können wir das drauf verticken. Hoppala. Batterie brauchen wir. Jetzt bräuchte ich den ersten Hilfeverband, da bin ich nicht mehr. Haben wir nicht. Auch nicht drin. Hat mir das Knie aufgeschürft, die Miezekatze. Wie, die hat dich erwischt? Real Talk jetzt? Ja, deswegen war ich ja gerade infiziert. Die Katze hat mich im Vorbeigehen, hat die mich getatzt und ich habe jetzt ein aufgeschürftes Knie als Debuff und infiziert war ich auch. Toll. Die Katze ist Überträger der Zombie-Infektion. So treffe ich dich nicht. Ich baue mal die Autos auseinander, dann kriegen wir ein paar mechanische Teile, die verkaufen sich auch sehr gut. Die brauchen wir aber auch für Dietrich, denk dran. Da haben wir eine Base noch. Und Eisen. Glaube ich, Dietrich. Naja, ich kann auch mal schnell 10 Dietrich an einem Schloss zerrammeln, ja? Ich weiß. Das geht sehr schnell. Leider. Und da kannst du skillen, was du willst. Du bist immer am Arsch beim Aufmachen. Also ich habe mir jetzt tatsächlich schon angewöhnt, lieber aufzukloppen. Also ab Stahlwerkzeug einfach aufkloppen. Scheißegal. Was war das für ein Geräusch? Das war eine Miezekatze und die ist unweit weg. Die läuft zu dir. Alter, die kitet, ne? Wie die kitet? Ja, die kitet, die weicht aus. Ach so. Ich weiß nicht, ob wir die sogar zu zweit schaffen. Also ich halte das für relativ... Ja, der Trick ist, ranzugehen an den Feind. Und dann werden wir das rausfinden. Reden ist im Kampf immer ganz schlecht. Ich hatte die stärker in Erinnerung. Ich dachte, die macht uns zu zweit alle. Na, die hat schon auf den Kopf einen 4x4-Hit von der Armbrust gekriegt. Also viermal, also Schleichhit. Okay, das hat uns geholfen, glaube ich. Bau. So, das können wir vertraden, das kann weg. Komm, das kann auch verkauft werden. Plunder brauchen wir. Das Fleisch kann ich eigentlich wegschmeißen. Wegen Fleisch sind wir nicht hergekommen. Du meinst das Verrottete, nicht das Richtige.
Das gute Fleisch schmeißt du nicht weg, das habe ich. Also. Brauchen wir? Ja, das ist unsere Nahrungsquelle. Okay. Ja, ich habe ein Steak. Ich gebe her. Das Fleisch werde ich. Die hat mich infiziert, dieses Scheißvieh. Die werde ich mit Genuss fressen. Oh, schon wieder zwei Zombies hier. Das ist ein Kanickel. Da ist sicherlich irgendein Kaninchen gestorben. Deswegen rennen hier gerade die Zombies so aufgeregt in diese eine Richtung. Also wegen mir ist ja kein Kanickel gestorben. Ich schieße an meinem Kanickel noch vorbei. Nee, das ist irgendeins gegen Kaktus gelaufen. Deswegen hatte man gerade so einen. Es ist ein Kaninchen gegen einen Kaktus gelaufen. Ja. Herrlich. Man mag es nicht glauben, aber Dinge passieren. Ja. Ein Schutzwürfel, ja. Kaninchen oder Hasen können auch schlechte Tage haben. Keine Ahnung. Sogenannte Schmutzwürfel, ja. Ich hab's fast vergessen. Aber wir haben nichts zum Reparieren dabei. Keine. Denkst du Pistole. Ihm? Pistole? Was meinst du? Nagelpistole? Nagelpistole. Ich baue mir jetzt hier einen Angstwürfel. Was ist ein Angstwürfel? Ein zwei Block hohe Holzmauer mit Tür. Warum? Und Kisten drinne, weil ich das Gefühl habe, dass wir ein paar Minuten länger sind. Der Händler macht Wolf und einen Wolf im Hintergrund sehen. Naja, da ist noch eine Mieze. Da gehe ich dann doch lieber mal ein bisschen weg. Wo ist eine Mieze? Wenn du vor dem Händlerlager stehst, links am Zaun. Die lief gerade nach hinten. Toll. Welche Mieze? Unangenehm. Mach bitte keine Heldentaten. Nee, dafür habe ich zu wenig HP, muss ich leider Gottes zugeben. Und dein Schlafsack ist in der Base. Du. Er kann ja trotzdem am. Das ist ein Angstwürfel? Ja, eigentlich ist er aus Holz. Also nicht aus Bauholz, sondern aus Holz schon. Ja, ich finde es ein bisschen groß, den Angstwürfel. Das ist ja fast ein Burgwürfel, was du hier baust von der Größe her. Na, wir sind zwei Mann, ne? Und ich will nicht, dass du mir den Nacken atmest die ganze Zeit. Gut, dann soll Kevin das machen oder ein Geier, wie du willst, wenn. Ne? In Nacken Alles atmen, klar. Ja. So, ist die Bude ist gleich offen. Ist doch gleich so weit. Hier ist doch gar keiner. Besser ist. Ich habe die Katze auch nicht gepult, weil ich gut schleichen kann. Wir haben doch alles im Griff. Nee, Mann. Heldentaten mit wenig HP ist immer kacke. Fällt aus. Der ist weg. Ich hab so viele Federn, ne? Wo? Warum wohl? Anderthalb Stacks Federn habe ich. Komm, komm, komm. So, jetzt macht er gleich auf, komm. Bobby! Ich muss erstmal direkt zum Händler gehen und Sachen verkaufen. Ich bin völlig überfüllt mit meinem Inventar. Ich kann ja nicht mal was looten in seiner Bude. Was ist denn? Mach auf. Ja. Stand up, partner. The store is open for business. Keine Ahnung. We're fixing to show y'all a good old time. Bisschen dessen. Ah, hier, guck. Well, there you are. Da liegt der Motor, den ich brauche. Your nose is so high in the air, you could drown in a rainstorm. Da liegt der Motor, den ich brauche. Good job. Ich nehme mal 300 neue Millimeter Munition. Ja, okay. Das hab ich auch noch mal irgendwie. Irgendwas, Belohnung. So, hier, Inventar. Ja, halt mal kurz die Klappe. Ich muss mich konzentrieren. Das ist jetzt schwierig. Also, das kannst du kriegen. Das. Und Verbandskasten. Das. Fertigungszeit. Ich muss Fertigungszeitschrift nehmen. Munition. Das. Ich hatte keine Fertigungszeitschrift. Ich musste Munition auswählen. Ich kann auch Munition auswählen. 9mm Schrot. Primitive Handschuhe willst du nicht? Gut, schmeiß ich dann weg. Ja, du mich auch. Ach ja, du bist gerade im Inventar, deswegen geht es nicht. Thank you very much. Ich habe noch keine Quest angenommen, mach erstmal du, ja? Ja. Ich arbeite dran. Ich habe gerade noch einen Skillpunkt. Achso. Ah, mach ich später. Ich habe schon wieder 5, meine Güte. Müssen wir ein bisschen Kohle machen hier. Reifen brauchen wir.
So, ich muss jetzt mal Fertigung aufmachen. Wir haben zweimal Tools Digist. Das heißt, wir gehen Richtung Stahl, Stahlwerkzeug der Qualitätsstufe 2. Elektrik haben wir freischalten, Generatoren, etc. quasi, auf Deutsch. Mhm. Und ich nehme die nächste Aufgabe, wo es heißt Abholen, Säubern, Stufe 3. Mhm. Poppenpilz, da müssen wir hin. Und Stufe 3, es abholen, gibt keine Verbände. Nee, ab 408 Meter ist das nächstgelegene befallene Beseitigung. Well, that's better than a sharp stick in the eye. Ja, ja, ich habe übrigens keinen Verband kaufen können, weil es keinen gab. Ja. Achso, okay. Ich dachte, weil du keine Jetons hast, dann hätte ich aushelfen können, weil ich habe die ja alle. Wo ist mein Fahrrad? Da hinten. Forged ahead einmal. Ich würde jetzt einmal rumgehen. Ja. Aber die Schmiede? Schon wieder so viel Krempel hier, den ich nochmal forged. Warte mal, wann haben wir die Chemiestation? Viel zu spät. Ab 50. Also ich habe 43 Bücher mittlerweile. Also wir brauchen nochmal 7 Mal Forged Ahead und haben die Chemiebank, die uns wirklich sehr viel Arbeit abnimmt, beziehungsweise uns endlich mal so Richtung nices Level katapultiert. Erlaube ich mir jetzt einfach mal so zu sagen. Ich bin gerade abgelenkt, aber ja, es ist schon alles schön, was du sagst. Selbstverständlich. Oh. Vollstrecker, Sonnenbrille. 6% Handeln. Nice, weit verkaufen. Okay, gut. Ich wäre soweit, wir können questen. Ja, gut. Ich muss nochmal rinnen, was verkaufen. Das nächstgelegene ist Befallstufe 3. Das ist 376 Meter entfernt. Das sollten wir tun, ne? Ich habe eins. Genau, das nächste Legende war, ja, wie du gerade gesagt hast, das ist nämlich Poppenpilz. Da gibt es Medizin, kann ich gut gebrauchen. Mach mal das zuerst, auch okay. Also, hast recht, du hast ja da gerade Bedarf. Aber wie war das? Ich glaube, lass mal unsere Inventare auch erstmal ausmüllen. Wir lassen alles hier, außer Waffen, Munition und Nahrungsmittel. Ja, ich muss gerade was anderes checken. Es gibt doch diese... Es gibt doch irgend so ein Heft oder Zeug, wo du dann mehr Medizin aus den Medizinstacks, mehr Medizinsachen rauskriegst. Wie ist denn das? Habe ich das? Ich glaube, ich habe das. Wie Arzt? Na, beim Arzt, wenn du den Arzt-Skill hast, bist du effektiver mit all deinen Arzt-Sachen. Logik. Oder, ach so. Oder meinst du das jetzt nicht? Nein. Es gibt, es ist glaube ich so ein Heft, wo du, wenn du so einen Pillenschrank aufmachst, einfach mehr Zeug rauslootest. Ach so, ja, Lucky Looter. Nein, das ist allgemein. Auch nicht. Es gibt eins, so. Finde mehr Medizin in Medizinhaufen. Warte mal. Eieiei! Oh, tja, zum Glück habe ich nur einen Würfel gebaut, wo man sich drinnen verkriechen kann. Oh, schon wieder infiziert. Ha. Anfänger. Du Mistschöle. Warte, dir werde ich das Fell über deine flachen Ohren ziehen. Der Coop ist das nicht, das ist das auch nicht. Ödlandschätze vielleicht? Ödlandschätze. Mehr Wasser, Mineralien, Autos, Honig aus Bäumen? Nee, das ist das auch nicht. Nicht vergessen, in unseren Fahrrädern haben wir auch noch Loot. Links in dem Angstwürfel ist eine Kiste, lade ich da mal komplett aus. Glücklicher Sammler, finde mehr medizinische Vorräte in Beute. Der glückliche Sammler. Band 7. Moment. Der glückliche Sammler. Band 7. Ich finde hier gar nichts. Okay, Band 7. Den habe ich nämlich, genau. Ich wusste doch, dass ich den habe. Das heißt, bitte lass mich bei Pop und Pilz die Dinger aufmachen. Das ist in deinem eigenen Interesse. Gut, dann sollten wir jetzt uns dahin bewegen. Ach ja, laden wir erstmal dein Inventar aus. Ja, bin gerade dabei. Ist dein Fahrrad nicht? Ja, ich weiß. Ich sag nur, weil ich würde das auch vergessen. Das lasse ich hier. So.
Also, ne? Ja. Dann, auf geht's. Let's go. Ich habe die richtige... Ja, habe ich. Mhm. Ich brauche einen Vitaminenschub und ich brauche eine Bandage. Mir geht's schlecht. Das arme Kaninchen, Buffy. Ja, hättest du dem Kaninchen jetzt den Kopf abgebissen, hättest du die voll heilen können, aber ist okay. Wieso denn das? Keine Ahnung. Blut zu Blut. Füll deine Lage auf. Ich möchte darauf nicht reagieren müssen. Da ist Bob ein Pilz. Soll ich die Geschichte mit dem Karpfenherzen nochmal erzählen? Nein! Schade. Ich erzähle die gerne. Ich weiß. Ich weiß. Also dran denken, du kannst alles looten, außer Medizinboxen. Das sollte ich tun, ne? Ich bin gerade nochmal in den Autos dran. Boah, brauchst du einen Armbrust? Gilt auch für die Pillenhaufen und Pillenschränke und sowas, ne? Wo bist du denn? Ja, naja, klar. Ich bin noch auf der Strecke. Warum? Und lass mich von Geiern angreifen. Ach so, weil du hast das alte Problem. Du hast ja noch dein Gipsfuß, oder dein Nicht-Gipsfuß, genau. Ich habe nämlich gerade in einem Auto eine Stufe 2er Armbrust gefunden. Die muss ich mal austauschen. Das heißt, ich habe jetzt eine Armbrust über. Eine 1er. Ich würde jetzt wirklich gern mal hier... Ich bin hinter dir. Ich höre auf zu eiern. Ach, die Armbrust. Mm. Das ist doof. Treffe ich sowieso nicht. Der da hinten. Zack. Bumm. Den hab ich. So. Rote Handtasche. Die hast du auch stehen lassen? Ich lasse hier alles stehen. Wir wollen zu Packen Pilz. Die ganze Welt ist voller Container. Das bringt doch nichts, bei jedem anzuhalten. Alles muss angefasst werden. Die lebt noch. Ich weiß. Nee, sie lebt eigentlich nicht mehr. Das war ja genau ihr Problem. So. So, ich würde oh, wow. Ich habe voll den Grafikbug. Pack mal kurz deinen Bogen weg und nehm wieder eine Hand. Okay. Ich hatte gerade den Mega-Pfeil in meinem Gesicht. Wie die Tür wieder zu war. Jetzt können wir nicht doppelt looten. Naja, gut. Ah, ich jetzt nicht dran gedacht. War mir so, jetzt eigentlich real. So dringend kann es also nicht sein mit deinem Gipsfuß. Ist auch nicht. Also ich, guck mal hier. Na gut, das ist ja alles... Das ist, in der Mitte ist nur Standard. Da hinten sehe ich. Ich sehe jemand grünen. Das ist scheiße. Oh. Wieso ist denn jetzt draußen Theater? Nicht nur draußen. Ich hab eine Ärztin hinter mir, die mich jetzt fertig macht. Die will dich behandeln. So. Wenn du geradeaus gehst, links hinterm Regal ist, siehst du dann den Grünen stehen. Wenn du hast die bessere Schusswaffe, also die stärkere Schusswaffe. Also immer geradeaus gehen, du kannst noch ein Stück gehen, der ist ziemlich weit hinten. Ich seh das. Ja. Ich fasse mir kurz den Loot an. Wenn du, vielleicht schaffst du es ja, seinen Kopf zu treffen irgendwie, dann haben wir schon mal einen guten Vorteil. Ich versuche. Ja. Auch wenn du nicht im Schleich nicht so gut geskillt bist wie ich. Okay, ich schieße jetzt. Ja. Oh, nice. Da hast du das Regal klar getroffen. Ja. Ausweichen. Falsche Waffe. Schlagen. Mach doch nicht die Tür, hör mal zu. Oh, die lebt noch. Das sah erst nicht so aus. Grüne. Das sah erst nicht so aus, weil die auch aufgehört hat zu brennen auf jeden Fall. Also das mit dem Regal und dem Schießen, das üben wir nochmal, ja? Also, das Regal hätte ich auch getroffen, ne? Nee, der Block war komplett, hab genau in den Schlitz geschossen. Ist nicht. Also können wir schon mal wissen, durch Regale durchschießen ist nicht. Naja. So, das hier ist Medikamentenzeug, aber nichts Vernünftiges. Versuche mich zu beruhigen so ein bisschen. Warum? Mit meinen 18 HP. Oh, sehe ich jetzt erst, ja. Ich kann auch ein bisschen mich mit Fleisch ein bisschen hochhealen. Nochmal 10 HP ruf. Also, wenn du Aloe-Creme lootest, ich kann dann Bandagen craften. Mhm. Also die guten, ne?
Also, naja. Da, hier hängt der Pfeil im Regal. Siehst du das hier? Guck. Also ist nicht mit Durchschießen durch ein Regal. Ja, ja. Mega unangenehm. Wusste ich ja auch nicht. Nee, hätte ich jetzt auch nicht gewusst. Ich dachte wirklich, die hätten die alle Blöcke so bearbeitet. Ja. Fand ich jetzt auch ein bisschen enttäuschend. Ich hab Aloe Creme, hast du mein Glück? Oh, Zombie. Willst du dich vielleicht... Ganz richtig. Hab ich jetzt... Was habe ich jetzt mit der Aloe Creme gemacht? Habe ich jetzt benutzt oder was? Scheiße. Pass auf, das sind Metallstacheln. Ich hab schon mit dem Arsch drauf gehangen. Ich hab die Aloe Creme jetzt angewendet, richtig? Weiß ich nicht. Kann man die essen? Jedenfalls ist sie jetzt weg. Ich dachte, ich fertige jetzt so einen Verband, aber offenbar tue ich das nicht. Naja. Hauptsache, ich finde diese Gammel-Sandwiches, ne, ey. Vorsicht, nicht zurück, da sind diese Pizza. Oh, lol. Oh, lol. Was grüner, grüner, du grüner. Da schon wieder? Wo bist du denn? Hi, oh nein, der sprittet natürlich. Ich bin da. Da bin ich. Der ist aber schnell, der ist schneller als ich. Das macht doch nicht die. Jetzt macht doch nicht die. Jetzt macht doch nicht die Tür. Musste ich doch. Musste ich doch. Du hast die Tür vor mir zugemacht. Aber ich muss wohl hier mit einem Server-Delay rechnen, was mich jetzt schon das zweite Mal ein bisschen genervt hat. Ich habe das. Ja, es kann sein, dass er uns beide killt. Nee. Naja, das schafft, das ist kein Parcours. Leider. Ich bin doch gar nicht da. Ohne Parcours sind wir wirklich am Arsch. Ohne was? Parcours ist ein wichtiger Skill, dass wir schneller und höher springen können. Der ist aber wirklich resistent. Ist hier Platz. Oder nee, nehmen. Echt, echt, diese Scheiße, diese Viecher. Naja, irgendwann halt jetzt voller HP, hab mich quasi gesund gestorben, wie man das so schön nennt. Nicht meine Lieblingstaktik, ist aber auch eine Taktik, wa? Dafür wird man ja bestraft. Ja, na klar, siehste. Krass. Na, kurze Ping-Prüfung. Ne, Ping ist super, alles klar. Dann liegt's wohl doch am Messerfight. Ist halt die kürzeste Waffe, ne? Da muss man halt sehr, sehr dicht ran. Naja. Muss man mögen. Mit der Machete sieht es dann natürlich wieder anders aus. So. Ich weiß auf jeden Fall, Messer als Prio-Waffe werde ich nicht nochmal machen. Da bin ich geheilt. Ja, mit der Machete geht es dann besser, aber die Machete musst du erstmal finden, beziehungsweise... Die ist ja naja, die letzte Messerwaffe, die du dann skillen kannst, wenn du dir den Knife Guy. Ne? Ja, genau, genau. Hier, da muss hier man sind doch garantiert hinkommen. Ganz viele Zomboide hinter dem Tresen. Das ist doch jetzt schon wieder klar, dass das so ist. Jetzt kriegt der auch noch Durst, ich fass es nicht. Da haben wir gerade echt keine anderen Probleme. Ja, das stimmt, der Speer ist besser als das Messer, finde ich. Habe ich jetzt auch schon mitbekommen, muss ich zugeben. Aber mit dem Messer hast du parallel gleich ein Werkzeug. Ein gutes Werkzeug. Da ist. Nee, da ist doch auch keiner. Hast du die Kasse schon angefasst? Ich habe ja gar nichts angefasst. Ich kümmere mich erstmal um Zomboide. Aber es sind offenbar keine da tatsächlich. Wir müssen hier hinten durch. Das sind Medikamentenregale. Warum machen wir nicht die? Ja, da kommt, da kommen wir schon hin. Immer dem Licht folgen. Wir kommen überall ran. Wenn du immer dem Licht folgst, dann rennst du genau in die Fallen, die der POI dir stellt. Na sicher. Da haben wir Food, hier haben wir Kisten. Ich kann dir die Kisten aufkloppen, hier sind wir im Lager. So. Im Regal wirst du zwei Pappkisten sehen, die musst du anfassen. Ja. Wenn du jetzt mir folgen würdest. Ja, ich bin dabei. Ich hatte noch hier ungeplünderte Regale gesehen. Hier ist noch eine Foodkiste, jawohl, Kochbuch. Wo muss ich anfassen? Im Regal? Hier sind zwei Kisten. Die sind schon ausgepackt. Ja. Und dann sind hier im Lager nochmal zwei Kisten. Aufpassen, da jetzt bergab. So, jetzt möchte ich hier raus. Ich möchte jetzt Rezepte. Erste Hilfeverband. Fertigen. Kann nicht so schwer sein.
Da hinten sind nochmal zwei Kartons. Furious, im Regal. Das ist meins. Warte, Furious Fists. Lernen wir irgendwie beide gefühlt, ist ja egal. So, im Regal. Ja, Moment. Was ist denn hier unten? Das will ich gar nicht wissen. Alois Dame. Ah, okay, okay. Ah, ich kann nochmal einer machen. Sehr gut. Tipptopp. Und nochmal einer. Sehr gut. Moment. Also. So, hier ist kein Licht und ich weiß nicht, wo es weitergeht. So, du kriegst erstmal zwei Bandagen. Komm mal her. Also zwei gute Bandagen. Ne? Ach ja, für mich ist ja die Quest doch übrigens vorbei. Ich bin ja gestorben. Ach so, stimmt. Kann das sein, dass für dich hier die Kuriertasche ist? Ja, Moment. Hier, für dich, dreh dich mal bitte zu mir. Marek? Hier sind zwei gute Bandagen, damit du welche hast. Ich hätte hier noch Müllbandagen, die quasi mit Creme beschmiert werden müssen. Ich habe keine, ja gut, die kann ich auch nehmen. Creme habe ich also gerade nicht, aber ja klar, vielleicht finde ich ja nochmal welche. Die Kuriertasche ist für mich, die ist bei mir in der Richtung, die ich gerade gehe. Die ist... Oh, müssen wir echt runter hier? Ich guck mal, ob hier irgendwo eine Tür aufgeht. Verschlossen, verschlossen, verschlossen. Ja, die muss hier, ach, die ist hier, warte, die ist hier hinter den Taschen. Warte. Ich bin schon mal ganz sanft runtergesprungen. Wir waren doch jetzt gar nicht in dem Kassenraum mit den Medikamentenregalen. Wie kommen wir denn dahin? Ich kenne das POI nicht, ich würde dir alles sagen, aber ich folge dem Licht und dann wird schon sich alles regeln. Und meinetwegen kloppen wir das Ding auch auf. Na gut. Ich kenne den POI nämlich auch nicht. Keine Ahnung, wo das hier lang geht. Ich sage nur, ich habe Medikamentenregale gesehen und die sollte ich mit meinem Skill natürlich anfassen. Ich höre jemanden. Ich hab auch viel mehr. Was ist er denn? Hier voraus an der Tür liegt einer. Also. Blutsack. Anfassen. Bogen. Wow, ich kann jetzt erst Holzbogen quasi. Also ich habe im Schleichen 4 von 5. Vielleicht sollte ich vorschleichen. Nur erstmal um zu gucken. Weil ich glaube, ich näher ran kann, bevor die mich sehen. Hier ist in dem nächsten Raum ist nichts. Doch, da oben ist eine Kiste, die. Ja, ich meine, ich rede jetzt nur von Gegnern. Ich schleiche mal um die Ecke. Okay, hier kommen wir wieder rein in irgendeinen Serverraum. Oder irgendeinen Technikraum. Hm, Holz. So. Da war nur Holz in der Kiste. Gut. Hier, genau. Ritt. So, lass mich hier mal wieder durch den Mauerdurchbruch in diesen Technikraum reingucken. Ja. Da jemanden sehe. Also ich höre da schon mal irgendwem drin schnarchen. Nee, das war jetzt draußen. Hier in dem Raum ist aus meiner Sicht, also ich sehe zumindest keinen. Na, von der Decke kann... Na. Nee, Decke, ich würde nee am liebsten... von der Decke kann keiner kommen. Warte, ich hab ihn, du warst ihn zu schnell. Leid. Du warst ein bisschen zu schnell. Ich hatte ihn dann erst gesehen. Junge, die halten aber auch aus. Ja, das war ein Höhner. Das hast du aber nicht so direkt gesehen wegen der Kapuze. Das hab ich so, gar nicht hier gesehen, ey. Richtig, richtig gut versteckt. Übel. Ich auch nicht. Ich habe den jetzt in dem Moment erst gesehen, als er aufgestanden ist. Und dann war es natürlich schon zu spät. Nicht mal vielleicht ein Schnarchgeräusch. Ist dein Freund. Das habe ich auch nicht gehört, richtig. Ein Schnarchgeräusch habe ich auch nicht gehört. So. Ich sollte vorschleichen, habe ich gesagt. Weil mach ich mal. Schleichen 4 von 5 habe. Werkbank, sehr gut. Warte, nee, das ist eine Schmiede, hier ist keiner. Nee, warte, ist das... Maismehl, dein Ernst? Nix. Ich gehe weiter hoch. Maismehl brauchen wir. Echt? Ja, fürs Kochen. Da hat irgendwer okay, Schmerzen. Jetzt sind wir in dem Kassenraum. Lass mich einmal kurz durch die Regale gucken. Da oben ist einer. Oben Zombie. Ja, aber warte. Ich hab freie Sicht. Tot. Ja. Ich würde also, der Decke hier noch nicht vertrauen. Warte, ich sehe ja, rote Böppel auf meinem Kompass. Rote Böppel. Warte. Da kommt einer runter. Hast du schon gehört, ne? Oh, nein. Wie, hast du nicht gehört, wie der eingebrochen ist? Ja, doch. Was warst du? Nein. Aber jetzt weiter. Da ist ein normaler. Weg. Hier ist noch einer. Irgendwo ist noch einer.
Gebiet ist noch nicht gesäubert. Haben wir uns nicht gesagt, dass ich die Pillen anfassen sollte? Das sind normale Regale. Aber ich habe immer Aloe-Creme tatsächlich. Aber du hast doch die Pillen, den Pillensound. Ich glaube, das sind keine normalen Regale. Meinst du? Ja, okay, gut. Ja. Dann musst du hier ranfassen. Ja. Ich habe auf jeden Fall für alle Fälle einmal Aloe-Creme. Ja. Also ich nehme an, dass das Medikamente Regale sind. Ich finde hier Honig, Vitamine und so Zeugs. Das ist doch alles. Dann hier, würde, ne? Das wohl sein. Dann würde das sein, ja. Ja. Das ist ja dieser Pillendosen-Sound, wenn du die aufmachst, deswegen. Nähzeug. Normale Bandage. Das war's, glaube ich, ja. Warte, hier hinten ist noch was kaputt. Ja, da wird sicher definitiv noch was sein, ja. Das Gebiet ist aber noch nicht gesäubert, also meine Quest ist noch nicht durch. Irgendwo ist hier noch ein... Na, hier geht's auch noch weiter. Guck mal, hier Richtung Exit. Ja. Toilette ist frei. Griff in Klo. Ich höre bloß draußen irgendwelche Fights. Ja. Na, Pausenraum, Toilette. Wie geht's aufs Dach? Da könnte noch einer sein. Oder ein Geier, der vielleicht dazugehört. Ja, das kann natürlich auch sein. Sehr unangenehm. Also, ich habe jetzt hier unten keinen mehr gesehen. Kaffeepulver, Bohnen. Genau. Ich muss mal was essen. Da waren wir schon, richtig. Ich gehe auf 25% zu. Ich schleich mal hoch. Oder nein, andersrum. Ich steig mal hoch. Schleichen kann man auf leider nicht. Ja, auf dem Dach ist garantiert noch jemand. Ja, das denke ich natürlich auch. Da hinten. Hier dahinter ist keiner. Wenn wir die Lampe, die Leiter hochgehen hier, dann ist bestimmt gleich Halligalli. Hast du wieder Gips, Fuß oder was? Warum stöhnt dein Charakter? Na, die 30 Minuten sind jetzt gleich vorbei in 2. Also ich sehe oben beim Hauptblut, was? Da liegen Zombies. Ja. Ich könnte schießen. Ja, mach. Aber ich weiß nicht, ob ich durch die Länder durchkomme in der Klasse. Ja, mach, wir testen. Mach. Okay. Hier ist eine Grüne, komm bitte zu mir. Leise. Ich schleiche. Du gehst hier hoch, wo ich dir die Rampe gebaut habe. Ah, ich sehe es flackern. Du gehst hier hoch, wo ich dir die Rampe gebaut habe. Und dann siehst du die schon hinter dem, oder neben dem Generator liegen. Da kannst du einen Kopfschuss versuchen mit der Wucht deiner Armbrust. Also du weißt, ich habe nicht so einen Schleichskill. Muss mal kurz ruhig. Deswegen habe ich ja die Rampe gebaut. Dann bist du. Kannst du vielleicht schon schießen, auch wenn du noch gar nicht auf dem nächsten Block bist. Siehst du die? Nee, noch nicht. Jetzt. Ich sehe und schieße. Ja. Daneben geschossen. Ja, eine Haare habe ich getroffen. Die Haare sind nicht lebensnotwendig. Ach man. Jetzt habe ich getroffen, meine Güte. Aber sie ist noch nicht tot. Nein, das sind Grüne. It's your turn. Ich bin aber so du hast ja immerhin hier den... Oh. Das hat ihm aber eine geschallert wieder hier. Das klingt nicht. Wir haben einen Kevin und der ist total böse. Da kommt einer angerannt. Springer, keiner, hier Springer, Springer. Ja, ich weiß. Meine Fresse, sind die hässlich. Schaut ihn euch an. Wir haben selten einen Springer so nah sehen können wie hier. Na. Ist auch in sehr lastiver Pose. Hier so rüber. Einen habe ich da oben. Ja, ich hab noch 3 rote Punkte auf dem Radar. Einer ist geradeaus hinten. Da, wo ich gerade hinschleiche, da ist irgendwo einer. Der muss zwischen diesen Dingern hier sein. Warte mal kurz. Dann wird er bestimmt. Mal hochschleichen. Warte. Der muss hier da hinten sein.
Ja, warte, den kill ich. Das ist das nur so ein halber. Und der ist auch nicht grün. Okay, weg. Und da hinten. Mutant. Ja. Waffe in der Hand. Okay, hat's erledigt. Okay. Meine Güte. Dann ist da noch ist einer. Immer. Da liegt noch einer. Einer so in Blaumann. Nee, einer gar nicht wahr. Blaumann. Nee, da liegt auf jeden Fall noch einer. Siehst du den? Nee, ich gehe gerade ein Stückchen dichter ran, weil einen habe ich da schon weggesniped. Ah, das ist so ein Kabumpvieh. Das ist einer, mit der so Blasen hat oben. Da, den Kopf kannst du da nicht sehen. Schieß einfach mal drauf. Nee. Oh, der ist auf jeden Fall feral. Also sehr unangenehm. Als wäre er nicht so schon unangenehm, genug, meine ich. Ja, der hat ja aber auch schon ein bisschen was abbekommen. Aufpassen. Ja. Sehr schön. Das Gebiet gesäubert, kannst aufhören zu schleichen, hier ist keiner mehr. So, dann hau ich mal die Kisten auf. Jetzt, meine Güte, ich bin noch so überladen. Ich muss die Medizin für heute aufmachen, ganz wichtig. Ja? Naja, sind alles Medizindinger hier. Naja. Drei Stück sind das. Ich muss ein paar Sachen mal wegtun hier. Hast du Dietrich hierbei? Ja, natürlich. Natürlich! Lesen, nehmen. Ja, meine Munition ist fast. Was sind das hier? Bad Brawler, Kneipenschlägerei. Mehr Schaden mit Fäusten, Eisen. Na gut, das kann jeder lernen, das ist wurscht. Na, ich denke mal auch, ja. Das hier ist klang schon so sinnlos. Noch eine Billigbandage. Ich hab da schon einen vollen Stack. Soll ich die denn nicht? Warum soll ich die denn nicht knacken? Weil das zu lange jetzt dauerte. Aber ist ich bin doch schon durch. Während du sowieso so lange lootet hast, konnte ich die auch schnell zerkloppen. Okay. Hier, warte, bleib mal stehen. Wo bist denn du? Nicht wegrennen, hier. Forge ahead. Jo, her damit. Vor der Kiste, Forge ahead. Rifle World. Jawohl. So. Assassinen-Handschuhe, die nehme ich. Ich habe übrigens festgestellt, der Unterhebel-Repetierer ist eine sehr gute gewertet. Kommt nah in den Tech-Tree nach dem Jagdgewehr und macht richtig Damage und hat ein 5-Schuss-Magazin. Ja. One-Hit-Potenzial. Was ist wichtiger? Hemming-Schilder können wir crappen. 15 ist auch wichtiger. Holzsplitter-Mod, hab ich die schon? Bestimmt. Ja. Hast du die schon an deiner Axt drin? Die Holzsplitter-Mod? Ja, na klar. Ja. Kann man so nur verkaufen, theoretisch. Also ich finde, wir sollten wieder Meter machen. Zum Händler. Ja, ich weiß. Du bist immer so... Hetz mich nicht so. Bin langsam. Sortieren können wir in der Medibase. In der Minibase. Du meinst im... Oder vorm Händler. Panic Room. Ein Panikwürfel, ja. Jetzt müssen wir erstmal wieder rausfinden hier. Das ist auch immer so geil. Chat, wo ist denn meine Pusteblume, mit der ich jetzt hier runtersegeln kann, hä? Falsches Spiel, hä? Scheiße. Wo war denn hier überhaupt? Das war da hinten irgendwo. Ach ne, hier war das. Hier ist die Abkürzung. Ich hab schon meine Tür geöffnet. So. Ja, na klar. Er ist im Struggle und schlägt mich. Das können die Zombies gut. Also, ich muss was essen. Furious Fists kann ich lernen. Das kann ich essen. Hast du Bedarf immer noch an auf dem Dach. Hast du Bedarf an Heilung? Schaden kann nicht, aber ich habe noch zwei Bandagen. Ich habe 5. Ich kann ja eine an dir verbrauchen. Das hat ja vorhin ist es ja gegangen. Muss ich nur mal vor mich hinstellen und nicht weglaufen. Wo bist du denn? Und ich habe noch, ich bin wie gesagt schon unten. Habe gesagt, ich habe eine Tür bist aufgemacht. Wo bist du denn? Ich laufe gerade Richtung Fahrräder und du solltest, wenn du aus der Tür kommst, vorsichtig sein. Da ist ein Bär. Ich bin an den Fahrrädern die ganze Zeit schon. Deswegen frage ich, wo du bist. Dann muss ich ein bisschen hinsprinten. Ich bin nämlich ganz hinten raus, ganz vorsichtig, habe ich mich rausgeschlichen. Ja, der Onkel Doktor wartet. Mach dich mal frei. Ne? Ich hab noch immer Creme für dich.
Die werde ich bei dir nicht benutzen. Ne, die sollst du aber benutzen für deine Verbände. Jo, ist angekommen. Ja, okay, gut. Weil das sieht so aus, als würde ich mich selber bandagieren, dass auch mit dieser Arm da so kommt. Das ist immer. Das hätte ich auch gedacht, ja. Ist total verwirrend, ne? Okay. Ich glaube, wenn ich die Bandage bei dir anwickle, hilft das wahrscheinlich mehr, als wenn du das selber machst. Du bist auf dem falschen Fahrrad, falsches Fahrrad. Weil ich den Arzt geskillt habe. Genau, du hast den Arzt-Perk und damit hast du dann natürlich hier gewisse Vorteile bei der Verarztung. Ja, so. Lass uns zu Bob gehen, danach müssen wir abmoderieren. Stress? Ja. Hallo Simon, hallo Wolfram. Ach, kotzt mich an, dass ich genau da wieder verreckt bin, ey. Ja, natürlich habe ich wieder den Rahmen hinter mir, warum auch immer. Das war dieser eine Grüne, dieser grüne Muskelmann, oder na, Muskelmann ist zu viel gesagt, aber dieser grüne Glatzkopf, na, der war das. Der, ja. Der hat natürlich ordentlich rausgehauen. Stimmt, war eigentlich ein Standard-Zombie, ne? War jetzt nichts Außergewöhnliches. Aber halt ein Grüner von den Standard-Zombies. Also. Und der war halt also schnell, der ist gerannt natürlich. Ja, das nächste ja, na klar, da kommst du nicht hinterher. Das kannst du vergessen. Wenn die jetzt dann im Rage sind, also es war ja nicht nur standardmäßig Rennen, das war ja schon Rage-Modus. Aber da kannst du nichts machen. Sind jetzt bei Level 3 Quests, vielleicht verkacke ich auch mal eine, also ich würde jetzt da gar nichts draus machen an deiner Stelle, weil wir müssen 10 Level 3 Quests machen. Ich bin ja auch, ich bin aber dafür bekannt, aus dem Questgebiet raus zu latschen, also. Hat Gears halt auch, wie gesagt, fragwürdig. Ist das hier, kommst du gar nicht durch? Okay. So, ich werde mich erstmal hier ausladen, den ganzen Müll. Das brauchen wir nicht. Geld brauchen wir. You've been busier than a cat on a hot tin roof. Ausleeren, siehste. Fertigungspaket. Ey, jetzt mach hier keinen Scheiß. Saddle my carburetor. Schnauze, ich will was verkaufen. Das Recox soll ich nicht verkaufen? Nee, das nee, nicht. Das werden okay. Wir behalten. Und das hier ist. Oh, du hast einen Level 5er Selbstbaugewehr. Ich werde das mal aus deiner Kiste nehmen und das wird verkauft. Brauchen wir nicht. Ja, ja, mach das. Das habe ich irgendwo gefunden. Fahr mir nicht vor. Genau. Tell your friends about me. Trader Wasserrobben. Okay, das brauchen wir alles. Ich habe ein paar Level 1 Schurkenhandschuhe übrig. Willst du die haben? Ich glaube, ich habe irgendwelche Handschuhe. Ich prüfe. Nämlich, ich habe nur die primitiven Müllhandschuhe. Ja, ich bin an seinem Schalter. Der eine Eingang bei ihm funktioniert nicht, weil davor weiß, einen da Holzstamm ist. Ja, da ist, Alter. Bin ich auch schon. Drei, ja, genau. Bin da. Moment. Ich hatte gerade was zu drin gedacht. Hier, da ist dein. Weißt du was? Oh, Schlösserknackgeschwindigkeit, lol. Ja, oh, scheiße, ich hätte jetzt fast gecrapped. Okay, angezogen. So, Handgun Magazine nimmst ja auch du. Armored ab und Vehikel nimmst auch alle du. Nee, Handgun nehme ich. Genau. Headgun bist du. Ja. Aber Armored ab und Vehikel bist du. Da habe ich jetzt 4 Zeitschriften für dich, wenn du dich umdrehst. Nice. Cool. Hier. Nummer 2 und nochmal Nummer 2. So, ich werde jetzt noch 2-mal Fahrzeug bei ihm kaufen, weil das ist da gerade im Angebot. Und dann kann ich die kleinen Motorräder basteln. Sehr gut. Ding, ding, ding. Freude, Freude. Taschenmotorrad, genau, so heißt die. So, ach ja, Quest annehmen, ne? Muss ich. Ja, mach ich auch gleich. Ich muss auch noch mein Fahrrad finden. Haben wir nicht deine Quest noch? Ne, ich habe meine Quest abgegeben. Ich hatte ja das Zeitschriftenpaket. Meine haben wir noch, das ist richtig. Oh, White Hill Church. Aber das heißt, du musst eine neue annehmen. Ich kann gar keine neue annehmen. Okay, ich habe eine neue angenommen. Gut. Ich ramsche erstmal alles ein. Eine Kirche. Na, damit haben wir ja gute Erfahrungen gemacht, ne? Kirchen sind ja auch immer richtig scheiße. So, wir müssen abmoderieren. Ich muss mal ganz kurz wohin, sonst wird die nächste Quest für mich hier eine Qual. Der Chat will das, aber ich will das nicht. Also, machen wir kurz eine Abmoderation und dann legen wir gleich los mit der zweiten Quest. Du hast ja jetzt wieder eine angenommen und ja, genau, Punkt. Also, komm in den Stresswürfel. Das stimmt. ich sage nur. Ich versteck mich sofort, du hast ja recht, dieser scheiß Dingo hat mich echt neulich. So, Abmoderation. Okay, bis los gleich. So, ihr Quirlige, das war jetzt ein bisschen anstrengend, aber
Er enteilt mir todemäßig. Er ist aber auch ein Draufgänger, ja. Ich komme gar nicht hinterher. Ich bin so langsam. Und der rennt immer schon in den übernächsten Raum. Der macht hier Buffy hier, indem er da irgendwo immer so einen halben Kontinent vor mir unterwegs ist. Ja, dann kriegt man halt auch wieder auf die Schnauze und ist halt derjenige, der die Zombies, der Akku hat, ne? Genau. Das mit seinen Geiern finde ich aber lustig. Es kann so bleiben. Ja, also, wir machen weiter mit den nächsten Quests im nächsten Teil. Bis dahin.